Guten Tag und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot Edition. Mit mir einem Team Rocket Ripple. Ripple, genau. AP Plus. Werde ich brauchen. Aber noch nicht jetzt. Eine Studie über Pokémon. Es gibt mehr als 350 Pokémon-Kampftechniken. Ein Pokémon-Bericht. Einige Pokémon entwickeln sich erst beim Tausch. Ein Artikel über Pokémon. Porygon. Pokémon-Labor erzeugt virtuelles Pokémon. Was? Wer hat denn das Kind reingelassen? Ich frage mich, warum dieser Jungler angreift. Oh, so sieht er also von hinten aus. Okay. Stahlflügel brauche ich gerade nicht. Erstmal Gestein-Pokémon oder sowas. Oder Eis, genau. Auf was ist denn Stahl noch sehr effektiv? Ich glaube, das war's. Ich muss sagen, mit Tauboss zu kämpfen macht es am meisten Spaß. Ah, ich freue mich schon auf Pokémon Weiß und Schwarz 2. Werde ich natürlich auch Let's Playen. Nein, das Kind hat mich besiegt. Jetzt nehme ich erstmal das ganze Projekt im Voraus auf. Und dann? Es ist ein weiter Weg zum Boss. Du bist hier erst im vierten Stock. Ja. Jetzt nehme ich erstmal ganz, ganz viel auf. Wir entwickeln in diesem Pokémon in diesem Labor neue Pokébälle. Okay. Was wollte ich sagen? Scheiße. Achso, genau. Ich nehme dieses Projekt schon sehr, sehr lange im Voraus auf. Also ich glaube, heute werde ich den 18. Part hochladen. Und das ist jetzt so ungefähr der 60. vielleicht 65. Ich weiß ja nicht. Also ich nehme das jetzt erstmal zu Ende auf und dann werde ich mir einen Upload-Plan machen zum Release, also der dann bis zum Release von Schwarz und Weiß 2 geht. Vielleicht kommen dann manchmal 2 Folgen pro Tag, ebenso wie das dann passt, bis zum 12. Oktober. Dann werde ich das natürlich direkt spielen. Direkt zum Release. Vielleicht sogar einen Tag früher. Kommt drauf an, wie schnell ich die ROM bekomme. Das hat sich gereimt. Die ROM bekommen. Okay, jetzt kann dann Harten auch was Ordentliches gegen Smoggern und Gift-Pokémon machen. Nämlich Stärke. Steinhagel ist jetzt nur noch so gegen Flug-Pokémon, genau. Oder Feuer-Pokémon. Und ein ganz bestimmtes Pokémon will ich damit dann besiegen. Mit den Harten. Los, Stärke. Finito, aus und vorbei. Unsere neueste Entwicklung ist ein Pokéball, der alles fängt. Ja, da drüben. Okay. Ich hörte, ein Kind läuft im Gebäude herum. Und es ist nackt. Ich stehe auf nackte Kinder. Du Perversling! Achso, ich habe ja gar nicht gewechselt. Egal, dann kann ich ja mal Stahlflügel zeigen. Greift mit stählernen Flügeln an. Und die Verteidigung kann manchmal sinken. Steigen. Genau, nicht sinken. Aber trifft nicht so gut. Also schon sehr oft, aber nicht so gut. Ich glaube 90 oder sowas. Ja, Giftblick. Paralysiert.
paralysiert. Was bei Arbok schlecht ist, es lernt sehr, sehr lange keine gute Giftattacke. Oder überhaupt nie eine gute Giftattacke, die muss man ihnen beibringen. Alter, das wird hier richtig vergewaltigt, das Teil. Ja, ja, Kreideschrei. Daneben. Wunderbar. Schluss aus. Es ist aus und vorbei. Es war sehr dumm, sich mit dem Team Rocket anzulegen. So. Da müssen wir kurz einmal den Teleporter benutzen. Ich gehe aber sofort wieder weg, weil ich den Teleporter nicht benutzen will. Ach, da oben, ja. Ah! Ach, den findet man hier! Ach so! Nö, aber den benutze ich noch nicht. Oh, bin versehentlich auf die Speed-Taste gekommen. Ganz kurz. Ich will erstmal das Ganze... Obwohl, was bringt das denn, wenn ich das alles ohne Türöffner mache? Ich gehe jetzt erstmal wieder nach ganz unten. Benutze hier mal den Türöffner. Hilfe! Ich bin ein Mitarbeiter der Silvco. Deswegen greifst du mich an. Mira. Klingt wie ein Mädchenname. Stärke. Smogmog. Smogmog, Smogmog. Ganz selten soll es ja Drillinge vom Smogmog geben. Leider hat man noch nie eines gesehen. Was war das gerade für eine Attacke? Achso, ihr Schlammbart, genau, okay. Das hat nicht gereicht, okay. Noch ein Smoggle-Moggle. Oh, Volltreffer. Ah, ich mag Smogmog. Ich mag alle Pokémon der ersten Generation. Woher wusstest du, dass ich zum Team Rocket gehöre? Oh, ach so. Ich bin ein Spion und infiltriere die Silvco. Da, okay. Oh, Hyperball. 1200 Pokédollar gespart. Ja, ja. Okay. Zu Hilfe! Nein, bitte nicht! Du bist gar nicht von Team Rocket. Ich dachte schon, es ginge zu Ende. Verzeihst du mir, wenn ich einem deiner Pokémon Donnerwelle beibringe? Ja? Kann das jemand lernen? Ach, scheiße. Ja, oh, aber Donnerwelle ist praktisch. Ja, ist sehr praktisch. Ist wie Giftblick, geht nie daneben. Giftblick daneben, ich weiß gar nicht. ja. Eine sehr praktische Attacke, aber... Nee, kann ich gerade nicht beibringen. Okay, hier ist nichts. Übertrank.
Ich arbeite für das Team Rocket, die Silvco zahlt zu wenig. Eros. Oh, das könnte gefährlich werden. Okay, Bedroher, das ist gut. Explosion und Finale machen weniger Schaden. Okay, aber jetzt die Elektroattacken, die sind böse. Oh, Tackle. Warum? Surfer. Aha. Die stärkste Attacke, die jetzt Spritzer kann. Echt, das hätte das überlebt, aber warum kein Funkensprung? Das würde richtig Schaden machen. Naja, ich verstehe es nicht. Smog. So, jetzt wird er erstmal angesurft mit so einem Surfbrett. Muss man sich mal vorstellen. So voll in die Fresse, so BAM! Mit dem Surfbrett. Nein, natürlich nicht. Das ist nur eine Welle. Du hast mich erwischt. Ich frage mich ja, in so einem relativ kleinen Raum hier, was für Schaden würde so eine Welle machen? Mist, das Team Rocket hätte mich für meine Hilfe die... Hätte mich für meine Hilfe die Pokémon studieren lassen. Ich habe es zwar nicht richtig vorgelesen, weil Satzbau und so dumm gerade sehr tun, aber egal. Zumindest hat man verstanden, was er sagen wollte. Oh, okay, hier gibt es nichts mehr. Gab es hier was? Oh ja. Mein Pokémon erwartet dich. Dieter. Dieter Bohlen oder was? Sehr böser Mann, der Dieter Bohlen. Oh, Volltreffer. Du schwächliches Pokémon, Mist. Misty? Die Türen sind elektronisch verriegelt. Ohne Türöffner kommt. Ich habe sogar den. Ach so, man hätte sich auch warpen können. Okay. Naja, man kann die Teleporter benutzen, um zu ihm zu kommen. Okay. Kein Problem. Oh, das Lagerhaus. Oder Lagerraum. Hm? Fluchtsaal kann ich verkaufen. Oh, was ist das? Psst, siehst du nicht, dass ich mich verstecke? Bestimmt werden die Leute hier auch von dem Rocket vergewaltigt. Was? Bingo! Ein Eindringling mischt das Team Rocket auf. Das bist du, oder? Okay. Elixier, okay. Protein. Okay, noch den Protein. Dann noch den Trainer, dann ist erstmal Schluss für die Folge. Ja, Protein. Protein. Jetzt sage ich das schon. Einen harten. Dann haut es richtig rein. Okay, hier ist nichts. Achso, das ist gar kein Kampf. Diese Rüpel haben die Kontrolle in diesem Gebäude übernommen. Der Boss sagte, dass er nach starken Pokémon sucht. Ich hoffe, dass unser Präsident Ärger vermeiden konnte. Ja, auf dem Weg zum Präsidenten sind wir ja. Okay, Los Bingos. Power Punch. Richtig geile Attacke. Richtig stark. Aber, nee, kann ich nicht benutzen. Im strategischen Battling ist es sehr gut. Sehr gut. Aber nicht hier. Leider nicht. Ich mag die Attacke. Okay, hier waren wir noch nicht. Ich guck grad. Okay. Alles in Ordnung.
Tschüssi, bis zum nächsten Part.